Das teuerste Auto, was ich je gefahren bin, das schwerste Auto, was ich je gefahren bin. Dann sehen wir schon extrem aggressives Auftreten. 6-Zylinder Turbo-Dieselmotor. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Geisterfahrer. Und heute zeige ich euch mal wieder ein Biest von Auto, ein Biest von Auto. Und zwar den BMW X6 40D aus dem Jahre 2021. Und ihr hört auch schon, meine Stimme ist etwas angeschlagen, deswegen klinge ich heute ein wenig komisch. Ich zeige euch natürlich die technischen Daten dieses Autos, zeige euch einige Features und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. So, hier haben wir ihn auch schon, den BMW X6. Es ist wirklich krank, dass ich dieses 2,2 Tonnen schwere Biest überhaupt bekommen habe. Ich zahle dafür kein Geld, ich kriege dafür sogar Geld, dass ich das fahren darf. Also gut gemacht mal wieder. Wenn wir einfach mal ein bisschen rumlaufen, sehen wir schon extrem aggressives Auftreten. Also ich meine, diese Frontlippe hier unten mit diesen Lufteinlässen. Oh. Und natürlich für die Profis, die wissen es schon, dieses M hier bedeutet eigentlich nur Gutes. Dieses hier, schönes M. Ich würde sagen, da wir schon hier vorne sind, können wir auch direkt mit dem vorderen Teil anfangen. Und das vorderste Teil an einem Auto, was wichtig ist, ist natürlich der Motor. Deswegen machen wir jetzt einfach mal auf und dann zeige ich euch das Biest und erkläre euch ein bisschen was darüber. Tada! Da seht ihr direkt Twin Power Turbo. Mhm. Hier seht ihr einen 6-Zylinder Turbo Diesel Motor mit 3 Liter Hubraum. Und ungefähr 240 Kilowatt Leistung, was ungefähr in 340 PS sich übersetzen lässt. Ja, das ist der Motor. Ziemlich fett. Leider ja alles abgedeckt heutzutage und auch noch alles mega heiß von meiner Autobahnfahrt gerade. Machen wir mal das Ding wieder zu. Ich habe ja gerade gesagt, 2,2 Tonnen wiegt dieses Ding. Das Gewicht dieses Fahrzeugs liegt einfach an der schieren Größe dieses Autos. Dieses Auto ist mega groß und mega breit. Ihr füllt damit auf einer Baustelle, kennt ihr ja diese Baustellenspuren neben den Lastern links. Damit füllt ihr diese Spur komplett aus. Ihr habt keinen Millimeter Platz. Das heißt, dieses Ding ist mega breit. Ja, über Umweltfreundlichkeit und so brauchen wir jetzt ja nicht sprechen bei so einem Fahrzeug. Aber ja, gehen wir mal weiter außenrum. Hier sehen wir noch ein paar schöne rote Bremsen mit dem M-Logo drauf. Es gibt auch eine elektrische Heckklappe. Und dann sind wir auch schon hinten angekommen. Oh mein Gott. Dieses Ding sieht so brutal aus. Mit den zwei dicken Auspuffrohren hier. Einmal. Und zweimal. Es würde einen natürlich freuen, wenn das hier alles Auspuff wäre und nicht nur da drin ein Auspuff steckt. Aber ja, dann sehen wir hier noch diese Heckschürze. Ja, wahrscheinlich aerodynamisch bringt das alles wahrscheinlich nicht so viel. 260 fährt dieses Auto her. Und dann haben wir hier noch ein paar Fake-Luftausgänge. Die sind nicht echt. Kann ich meinen Finger nicht reinstecken. Generell muss ich aber sagen, BMW X-Modelle finde ich von hinten ziemlich hässlich. Muss ich ganz einfach mal zugeben. Ich finde, die sehen einfach hässlich aus. Ich sehe von hinten keine Ästhetik an diesem Auto. Ich finde es einfach nur hässlich. Ja, es ist sehr brutal, aber ich finde es hässlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Andere BMW-Modelle finde ich von hinten nicht hässlich, aber dieses erhobene und breite und fett. Dann haben wir hier noch eine kleine Spoilerlippe. Dieses Ding ist einfach riesig. Riesige Räder, riesiges Auto. Und das bringt uns auch schon weiter zum Innenraum. So, da ist der Innenraum. Und wir fangen einfach mal mit den Sitzen an. Die befinden sich hier, sind komplett elektrisch natürlich. Alles ist hier elektrisch. Auch das Lenkrad ist elektrisch. Und das sind definitiv Sportsitze. Diese Sitze quetschen euch richtig schön in Kurven ein. Das heißt, in schnellen Kurven werdet ihr nie zur Seite geworfen. Sind definitiv Sportsitze. Ich finde sie aber auch angenehm für Langstrecke. Vor allem, weil man sie in so vielen Richtungen verstellen kann. Ihr seht, ihr könnt das hier vorne hoch und runter stellen. Das hier ist auch sehr angenehm auf Langstrecken und generell natürlich super wertiges Material. Der Trend des super wertigen Materials geht tatsächlich überall weiter eigentlich. Das hier alles fühlt sich ziemlich wertig an, sieht auch wertig aus mit diesem Stitching hier. Und natürlich finden wir überall M-Logos. M, M und natürlich M und da auf dem Display auch meistens. Sogar die Türgriffe hier fühlen sich mega wertig an. Ja, wenn man so aus dem Tesla steigt oder so, das hier ist einfach Qualität. Aber dieses Auto kostet natürlich auch viel mehr als ein Tesla Model 3. Das Lenkrad, auch elektrisch verstellbar, wie ihr sehen könnt.
alles elektrisch verstellbar hier. Fühlt sich auch sehr wertig an, ist eher ein dickes Lenkrad, dafür aber ein bisschen kleiner. Hier haben wir immer Adaptive Cruise Control, Lautstärke, Schaltwippen, sehr schön. Und natürlich kann man auch hier schalten, wie immer bei BMW-Modellen. Den Schalter immer nach links und dann kann man hoch und runter ziehen, um den Gang zu wechseln. Aber sonst lässt sich ganz einfach sagen, das hier fühlt sich alles wertig an. Ich bin kein Fan von diesem Muster hier, überhaupt kein Fan. Ich finde das ziemlich hässlich, muss ich wieder mal zugeben. Sonst hat man hier viel Platz. Da könnt ihr eure Sachen reinpacken. Diese Dinger hier sind riesig, da könnt ihr auch dicke Flaschen reinpacken. Und sonst ist das hier natürlich was ganz anderes als so ein Tesla. Das hier ist nicht minimalistisch, das ist schon die andere Richtung als minimalistisch. Hier habt ihr auch das große Display mit dem riesen Infotainment-System, was tatsächlich flüssig läuft. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen bei irgendeinem Auto. Ja, das läuft tatsächlich flüssig. Ihr könnt damit Spaß haben. Natürlich hier so Karte und so, das hängt immer noch ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Da müsst ihr einfach Android Auto benutzen hier. Ja, es kommt einem vielleicht auf Video jetzt nicht so groß vor, aber dieses Display hier ist tatsächlich mega groß. Ja, dazu kann man jetzt viel sagen, aber das Beste, würde ich sagen, sind halt diese Sportfunktionen. Hier seht ihr zum Beispiel euren Verbrauch. 8,9 Liter habe ich jetzt verbraucht. Und hier seht ihr auch die Kilometeranzahl des Autos. 250 Kilometer ist das Auto erst gefahren. Das ist komplett ein Neuwagen. Diese Kilometer habe alle ich drauf gemacht. Auf der Sportanzeige sehen wir Newtonmeter, Kilowatt, Öltemperatur und der Ladedruck vom Turbo. Sehr schöne Sache. Und dann gibt es hier noch für Offroad-Sachen einen X-View. Der zeigt euch an, in welchem Winkel euer Auto steht. Wie ihr schon sehen könnt, hier im 3 Grad sind wir gerade gebogen. Das war es hier eigentlich auch schon im Innenraum. Generell ist alles sehr groß und wertig. Es ist halt auch ein riesiges Auto. Ich finde aber, es kommt einem nicht vor wie in einem riesigen Auto hier. Es ist eher das Gefühl, man sitzt hier in einem kleineren Auto. Einfach, weil dieses Auto so dunkel ist und irgendwie fühlt man sich gar nicht in so einem riesigen Auto. Das ist ganz einfach meine Meinung. Ich gehe jetzt mal hinten rein, um zu checken, ob man von hinten sich wenigstens groß fühlt in diesem Auto. Ja, von hinten hat man schon einiges am Platz. Auch Sitzheizung natürlich mal wieder. Geht sogar im Stand. Ja, das ist der Innenraum. Eins habe ich noch vergessen, und zwar das Dachfenster. Das habe ich tatsächlich selber noch nicht entdeckt. Das ist mir gerade erst aufgefallen, dass es überhaupt ein Dachfenster gibt, weil das Dachfenster hier so schon abgedunkelt werden kann. Aber ihr seht schon, jetzt habt ihr hier ein viel helleres Gefühl in dem Auto. Also ich bin tatsächlich ein großer Fan von diesen Dachfenstern. So, nachdem ich euch diesen BMW X6 in der M-Ausführung gezeigt habe, ja, kommen wir natürlich mal zum Preis. Und zwar dieses Biest könnt ihr erst ab 80.000 Euro ungefähr kaufen. Ich denke mal, in dieser Ausstattung sind wir auch schon fast bei 90.000. Ja, das ist auf jeden Fall, das hier ist tatsächlich das teuerste Auto, was ich je gefahren bin, das schwerste Auto, was ich je gefahren bin und es ist auch das stärkste Auto mit Verbrennungsmotor, was ich je gefahren bin. Ich bin schon mal 400 Elektro PS gefahren, das war krass, schaut euch das Video an, aber ich bin noch nie über 245 PS von einem Verbrenner gefahren und hier haben wir direkt 340. Das bringt mich auch direkt zum nächsten Teil des Videos und zwar dem Fahren. Ja, wir fahren dieses Biest jetzt mal. Ich zeige euch mal, wie dieses Ding fährt, was es kann. Leider gibt es hier ein Problem und zwar hat dieses Auto, wie ihr gesehen habt, erst 245 Kilometer auf dem Tacho. Das heißt, man darf nicht durchdrücken, man muss das Auto einfahren. Ungefähr 1000 Kilometer lang muss man dieses Auto eigentlich einfahren, deswegen habe ich noch nicht durchgedrückt und ich werde auch nicht durchdrücken, weil ich nur 500 Kilometer fahre mit diesem Auto. Aber trotzdem werden wir dieses Ding fahren und ich kann euch ein bisschen zum Fahrgefühl sagen. Das seht ihr aber alles erst im nächsten Video, denn das Video ist jetzt schon lang genug. Um den zweiten Teil zu sehen, abonniert einfach meinen Kanal. Der zweite Teil kommt dann auch in einigen Tagen raus. Ich würde sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn euch dieses Auto gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao.